Human Design, hängende Tore und Brückentore. Und zwar speziell die besonderen Herausforderungen von Brückentoren und eben auch die Unterschiede, die einen Unterschied machen. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Mein Name ist Christina Maywald und ich möchte dir heute etwas ausführlicher den Unterschied begreiflich machen zwischen hängenden und Brückentoren. Und zwar hängende Tore sind definierte Tore, die aber keine Kanäle bilden. Das heißt, sie sind zwar in der bewussten Persönlichkeit und im und oder im unbewussten Design definiert, aber dadurch, dass das gegenüberliegende Tor nicht definiert ist, bilden sie keinen Kanal und werden auch die Zentren, die dranhängenden Zentren nicht definiert. Und hier unterscheiden wir jetzt aber zwischen hängenden Toren an einem definierten Zentrum und jenen an und nicht definierten Zentren, beziehungsweise eben offenen Zentren. Das heißt, sind jetzt die da oben, die in lila eingezeichnet sind. Die unteren hängen an definierten Zentren, die grünen, und oben, die mit lila eingezeichnet sind, die hängen an einem offenen, also an einem offenen, nicht an jeweils einen, sondern an einem offenen Zentrum, in dem Fall eben am offenen Aschna-Zentrum. Und ein gravierender Unterschied eben zwischen hängenden Toren und Brückentoren: hängende Tore können keine Brückentore sein. Bei mir ist zum Beispiel das Tor 14 ein hängendes Tor und es würde mir meine Splits verbinden, zwei meiner drei Splits verbinden, durch das Brückentor 2. Das heißt, das gegenüberliegende Brückentor, das gegenüberliegende Tor 2, das ich nicht definiert habe, ist eben ein Brückentor, um mir meine Splits zu verbinden. Das heißt, das Tor 14 ist bei mir ein hängendes Tor. Das Tor 2 kann bei jemand anderen zwar auch ein hängendes Tor sein, aber nicht von mir aus gesehen. Das heißt, für mich ist dieses Tor 2 ein Brückentor, welches ich eben nicht definiert habe, und darum entsteht diese Sehnsucht nach den Thematiken dieses Brückentores. Aber hängende Tore sind einfach, die bei mir definiert sind oder eben bei dir definiert sind und entweder an einem definierten oder an einem nicht definierten Zentrum hängen. Schauen wir uns jetzt noch speziell die hängenden Tore an definierten Zentrum an, und zwar geht es hier um die Thematik des Zentrums, die wird grundsätzlich durch den Kanal bestimmt, der eben das Zentrum definiert. Und das hängende Tor wirkt auch auf das, wie wir die Thematik des Zentrums ausleben. Allerdings nicht so stark wie der Kanal oder eben die Kanäle, die da definiert sind. Das heißt, ein hängendes Tor an einem definierten Zentrum beeinflusst die Qualität des Themas des Zentrums. Und die Intensität hängt dann jeweils auch von dem Planeten ab, welcher das jeweilige Tor eben definiert. Und Tore des Inkarnationskreuzes merkt man meist stärker als alle anderen. Das heißt, bei mir wäre zum Beispiel das Tor 33, wäre jetzt ein hängendes Tor an einem definierten Zentrum, welches auch in meiner durch meine unbewusste Sonne definiert ist. Das heißt, das ist eine Qualität, das ist die Umsicht, und diese Qualität wirkt auch in meinem Ausdruck. Das heißt, immer wenn ich etwas ausdrücke, wenn ich was sage, wenn ich was schreibe, schwingt immer auch diese Thematik der Umsicht mit, weil es eben von meiner unbewussten Sonne, was ja eben meine Ausstrahlung ist, definiert wird. Das heißt, das strahlt immer mit in meinem Ausdruck, in dem, wie ich mich ausdrücke. Daneben, das Tor 8 wäre auch ein hängendes Tor, das ist aber durch den Mars definiert. Das heißt, es wirkt jetzt auf eine andere Art und Weise als das Tor 33. Das heißt, es spielt auch mit rein, ist das Tor bewusst definiert, ist es unbewusst definiert. Nur wenn es an einem definierten Zentrum ist, dann
beeinflusst es auch das, wie wir das jeweilige Zentrum leben. Demgegenüber gibt es eben hängende Tore an nicht definierten Zentren, die nennt man auch schlafende Tore. Das heißt, in meinem Fall ist es eben das Tor 11 und das Tor 22, das Tor 24. Und die Tore werden erst aktiviert, wenn ein gegenüberliegendes definiertes Tor andockt. Also entweder durch einen anderen Menschen oder durch Transite. In meinem Fall haben wir auch hier jetzt wieder ein Tor im Inkarnationskreuz. Das heißt, hier haben wir jetzt das Tor 24, habe ich definiert in der bewussten Erde, aber auch im unbewussten Mars. Das heißt, das ist jetzt ein Tor, welches immer wieder auch gesehen und gehört werden möchte. Und wenn jetzt jemand kommt mit dem Tor 61 zum Beispiel, dann entsteht dadurch eine elektromagnetische Verbindung, wo eben eine gesteigerte Anziehung da ist. Das habe ich auch in einem der letzten Videos ausführlich beschrieben, diese elektromagnetischen Verbindungen, diese elektromagnetische Anziehungen. Und eben wieder, wenn es jetzt ein Tor aus dem Inkarnationskreuz ist, dann wird es viel stärker getriggert, sobald es anspringt. Demgegenüber haben wir jetzt die Brückentore. Die Brückentore sind jetzt keine Tore, die wir definiert haben. Und es gibt diese nur bei Splits. Das heißt, bei mehreren Definitionsbereichen. Je nachdem, womit du arbeitest, im klassischen Human Design System sind es eben Split, Triple Split, Vierfach Split, also Dreifach Split, Vierfach Split. Und in 64 Keys nennen wir es zwei Definitionsbereiche, drei oder vier Definitionsbereiche. Also entweder Splits oder mehrere Definitionsbereiche. Und hier hast du eben einen Definitionsbereich, meinen zweiten, meinen dritten Definitionsbereich. Das heißt, der obere hängt nicht mit dem unteren zusammen und keiner von beiden hängt mit dem querliegenden mittleren zusammen. Und wenn aber jetzt irgendein gegenüberliegendes Tor uns unseren Split oder unsere Splits verbinden würde, dann ist das eben ein sogenanntes Brückentor. Und dieses Brückentor ist auch immer irgend so eine Art Sehnsucht, welche gestillt werden möchte. Das heißt, wenn jemand mit diesem Tor in unsere Aura kommt, dann ist diese Sehnsucht nicht mehr so groß, sondern das ist so irgendwie befriedigend, wenn jetzt eben genau das da ist, diese Thematik des Brückentores. Und wenn es aber menschliche Überbrücker sind, also wenn es nicht Transite sind, kann es auch sein, dass wir eben diese Ausformung des Themas mit übernehmen. Ich habe hier jetzt dazu geschrieben Linienqualität. Ich hatte das vorher schon geschrieben für eben die Präsentation und dann kam noch eine Frage in unserem Forum, weil deren Lebensgefährte eben das Tor eines ihrer Brückentore in einer bestimmten Ausprägung hat. Und sie davon ausgeht, dass andere Menschen ihr zwar das Tor auch, diesen Split schließen, aber in einer anderen Qualität. Und da war eben auch die Frage, hat das auch was mit der Linie zu tun? Ja, es hat was mit der Linie zu tun. Hat es natürlich auch beim Transiten, aber die Transite, die laufen ja durch das Rad der Hexagramme. Das heißt, jetzt, wenn es keine Langläufer sind von den Planeten her, dann geht das ja relativ schnell durch. Das heißt, es kann auch sein, dass wir es gar nicht bemerken, eine bestimmte Qualität eines bestimmten Tores. Aber bei Menschen, die immer wieder in unserer Aura sind, merken wir es eben schon sehr stark, fallweise auch, welche Qualität dieses Brückentor dann mitbringt, eben sowohl in Bezug auf die Linie als auch in welcher Qualität das Gegenüber jetzt dieses Thema auch wirklich auslebt. Ich komme zu meinen Brückentoren. Meine Brückentore sind eben zum Beispiel das Tor 2, wissen, wo es im Leben hingeht. Und da schließe ich gleich an das an, was ich gerade auch gesagt habe. Mir haben schon mehrere Menschen dieses Brückentor mitgebracht in eine Beziehung, entweder geschäftlich oder auch privat. Und ich habe mich immer irgendwie deren Lebensqualität angepasst. Also es geht beim Tor 2, beziehungsweise eben das Tor 14 ist eben die Lebensfreude, die Lebensenergie und das Tor 2 ist das Tor, welches uns die Richtung des Lebens weist.
Und für mich war es immer so, wenn ich jemanden eben getroffen habe, der das Tor 2 definiert hat, dann habe ich auch immer irgendwie dessen Qualität, wie er sie es eben gelebt hat, auch mit übernommen. Zum Beispiel mein letzter Ehe-Ex, mein letzter Ehemann, der hat, als ich ihn kennenlerne, gerade sein erstes Buch geschrieben und in der Zeit, wo wir zusammen waren, habe ich meine ersten 4 Bücher veröffentlicht. Und Jahre später habe ich dann jemanden kennengelernt, habe mir nichts dabei gedacht und auf einmal bin ich aber viel öfters wieder wandern gegangen und so. Und dann bin ich draufgekommen, dass das jetzt auch aber die Qualität war, wo er eben seinen Weg, wo geht es im Leben hin, wie er das gelebt hat. Das heißt, ich habe immer wieder auch mit dem Tor 2 nicht nur die Linienqualität übernommen, sondern auch die Richtung, in der diese Person dieses Thema des Tores ausgelebt hat. Also das Tor 2 ist das Thema meines Lebens. Ich habe es auch schon immer wieder in einzelnen Videos erwähnt. Es verbindet mir zwar nur 2 meiner 3 Definitionsbereiche, aber es war immer schon das Wichtigste und es war immer das Tor, wonach eben wirklich ich eine wirkliche Sehnsucht habe. Und seit ich eben jetzt ganz allein lebe, eben auch überlegt habe, wie kann ich die Qualität des Tores 2 wieder in mein Leben holen. Dazu gibt es schon einige Blogbeiträge, weil es ist, wie gesagt, immer wieder Thema, wenn ich so den Fokus verliere, wenn ich irgendwo abschweife von dem, was ich eigentlich möchte, dann hilft es mir sehr wohl, wenn ich mich mit jemandem treffe, der das Tor 2 definiert hat, um mich einfach wieder auf Spur zu bringen. Und zwar ohne, dass dieser Mensch jetzt wirklich etwas tun muss. Da geht es wirklich nur darum, diese Qualität wieder mal zu spüren, mich in diese Qualität wieder reinfallen zu lassen, um eben wieder auf meinen Weg zurückzukommen. Und für mich war eben dieses Tor 2 immer schon wichtiger als die anderen möglichen Brückentore. Und zwar die anderen möglichen wären dann noch das Tor 38. Das ist Kämpfen. Das heißt, ich habe das Tor 28 definiert und das Tor 38 würde mir den unteren Definitionsbereich mit dem mittleren verbinden. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich eine Sehnsucht danach habe zu kämpfen, wobei leicht hatte ich es eigentlich nie wirklich im Leben. Und es ist schon so, dass wenn es irgendwie ausschaut, dass es wirklich ganz leicht und fluffig sein könnte, dass wieder irgendwas passiert. Also so eine ganz unterschwellige Sehnsucht nach immer wieder mich beweisen müssen, immer wieder kämpfen zu müssen, ist schon latent vorhanden. Und dann wäre auch noch das Tor 54, ehrgeizig Ziele erreichen, aufsteigen. Das heißt, das ist jetzt da unten von Wurzelzentrum rauf zur Milz, das obere. Da geht es um ehrgeizig Ziele erreichen. Der Kanal selbst nennt sich auch das heiratende Mädchen. Das heißt jetzt nicht selbst allzu sehr anstrengen, sondern eben zum Beispiel durch Heirat irgendwie aufzusteigen. Das würde ich jetzt in der Form für mich jetzt nicht so sehen. Mir genügte eigentlich immer die zweite Reihe. Also ich habe immer meine jeweiligen Ehemänner, wenn ich jetzt an die denke, ich habe immer geschaut, dass die vorankommen, dass die weiterkommen. Und ich stand immer in der zweiten Reihe, so wie die Thekla, die Spinne, die im Netz sitzt und die Fäden zieht, aber nicht vorne steht und dann jetzt wirklich repräsentieren möchte. Also das tue ich eigentlich erst, seit ich jetzt wirklich in Pension bin und allein lebe, ist, dass ich jetzt Videos drehe und wirklich selbst auch im Mittelpunkt stehe. Aber eben nicht durch irgendeine Heirat oder so, sondern um es mir selbst zu erarbeiten. Ich möchte noch einen Schritt weitergehen und möchte eben dir das jetzt auch im Composite zeigen. Und zwar habe ich hier jetzt die Interaktion mit meiner Jugendliebe, weil die habe ich letztens auch ausführlich beschrieben in Bezug auf mein offenes Emotionalzentrum und auf mein Oben ohne, weil da eben diese Kompositzentren entstehen. Ich habe hier jetzt die Beschreibung herausgenommen, beginnend eben, es ist ziemlich klar, die Legende unten, also Zentren, Kanäle, Overruling, in der Mitte ist eben, was ist bei der linken Person, was ist bei der rechten Person.
wie viele Zentren hat die Person definiert, wie viele Kanäle. Und im rechten Bereich gibt es eben definierte Zentren, gehen zusammen dann, die offenen Zentren zusammen und Kompositzentrum, auf die möchte ich jetzt eben näher eingehen. Kompositzentren sind die, die durch Ergänzungen entstehen. Das heißt, das ist immer meistens zumindest gleich, diese Anzahl der Kompositzentren und Ergänzungen, wobei es kann sein, dass mehr Ergänzungen sind als Kompositzentren. Weil, und da kommen wir jetzt wieder zurück zu den hängenden Toren, diese Kompositzentren entstehen, wenn beide jeweils ein hängendes Tor an einem nicht definierten Zentrum haben. Das heißt, wenn wir hier jetzt schauen, die linke Person hat das Tor 37, ich habe das Tor 40, beide haben wir das Emotionalzentrum offen und zusammen in der Interaktion schließen wir uns den Kanal und es wird eben dieses Kompositzentrum auch mehr oder weniger geschlossen. Und hier eben noch ein zweites Beispiel, ich habe das Tor 11, die andere Person hat das Tor 56. Und zusammen haben wir auch hier das Kompositzentrum. Das heißt, das wird in 64 Keys immer so andersfarbig eingezeichnet, dass eben auffällt, die Zentren sind bei den einzelnen Personen offen und im Composite, im Zusammenhang werden sie eben geschlossen. Ich habe auch noch mein Letztehe-Ex als Beispiel genommen, da jetzt im linken Bereich die Definitionen, und zwar Ergänzung habe ich ja schon erwähnt. Ergänzungen sind eben elektromagnetische Verbindungen, wo eine Person ein Tor hat und die andere Person das andere. In dem Fall war es eben, ich habe das Tor 14, er hatte das Tor 2. Das heißt, jeder hat ein Tor eines Kanals definiert und wir hatten zusammen auch unten den Kanal definiert. Wenn wir uns die Gefährtentore im Gegensatz dazu anschauen, Gefährtentore heißt, dass eben beide Menschen dieser Interaktion die gleichen Tore definiert haben. Jetzt nicht Kanäle, das wäre unten bei Gefährtenkanäle und auch nicht einer hat ein Tor, der andere hat den Kanal. Das wäre das sogenannte Overruling, das habe ich jetzt nicht eingezeichnet, aber das hätten wir hier zum Beispiel beim Kanal 1.8, da habe ich das Tor 8 definiert und er hat den ganzen Kanal. Das heißt, du siehst hier in der Mitte Overruling 1. Das wäre jetzt dieser Kanal 1.8, wo er drüber fährt über eben mein Tor 8 und dadurch eben mein Tor 8 beeinflusst. Kommen wir jetzt nochmal zu den Gefährtentoren. Gefährtentore heißt, ich habe es definiert, er hat es definiert. Hier haben wir jetzt eben das Tor 19, dann haben wir das Tor 32, das Tor 33 und das Tor 40. Also hier hatten wir vier Gefährtentore, allerdings keinen Kanal. Und du siehst diese Gefährtentore, die sind so außen blau und innen orange. Das heißt, da sieht man eben, dass beide das definiert haben. Wenn wir bei meinem Chart schauen, dann sehen wir, ich habe 28 und 38 auch zweifärbig. Das heißt, ich habe es bewusst und unbewusst definiert. Vielleicht auch noch zur Ergänzung, diese Interaktionen. Blau ist immer die Definition der linken Person und orange ist die Definition der rechten Person. Also immer so, wie auch der Hintergrund gestaltet ist, das ist dann in der Mitte, wird es dann eben mit Blau und Orange dargestellt. Ich möchte jetzt auch noch sagen, wenn du was bedeutet ein bestimmtes Brückentor, wobei hier jetzt noch die Ergänzung, beide haben eben das gleiche Tor definiert bei den Gefährtentoren und eben jetzt noch ein Hinweis, wo findest du die Beschreibung, was jetzt diese Sehnsucht des jeweiligen Brückentores ist? Du hast zwei Möglichkeiten und zwar erstens im blauen I Ching von 64 Keys, wo du im Download-Bereich auf 64 Keys net findest, also COM ist die Software und net ist dann eben der Download-Bereich. Das heißt, dort findest du das blaue I Ching mit allen Torbeschreibungen und Kanalbeschreibungen. Und du findest es auch, wenn du dir einen kostenlosen, also irgendeinen Zugang zu 64 Keys
genommen hast, wenn du dich registriert hast, auch in der Free-Version gibt es ein Dictionary, und wenn du dort das Tor eingibst, also nur die Nummer, die Zahl des Tores eingibst bei Tor, dann hast du alle die globale Beschreibung fürs Tor und von jeder Linie dann noch eine Kurzbeschreibung, und dort findest du auch die Beschreibungen, was es jeweils als Brückentor aussagt. Das heißt, dort kannst du jederzeit für deine Brückentore nachschauen, natürlich auch für hängende Tore. Und das war's jetzt schon mal für heute. Ich bedanke mich fürs Dabeisein, freue mich über einen Kommentar, über deinen Daumen hoch und wenn du meinen Kanal abonnierst. Und wir sehen uns demnächst wieder. Herzlichst, deine Christina. Ciao, Baba, bis demnächst.